Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video möchte ich 10 Aktien präsentieren, die Short-Squeeze-Kandidaten für 2023 sind, wo also ein Teil eines Investment-Cases ein sogenannter Short-Squeeze ist. Was ist ein Short-Squeeze? Das heißt, Investoren oder Trader sind short in einer Aktie, dann steigt die oder irgendwas Gutes passiert, dann müssen die zurückkaufen, weil bei Shorts kann ich unbegrenzt verlieren, anders als bei einer normalen Aktie. Und das kann bei einer Wende dann zu sehr, sehr schnell stark steigenden Aktienkursen führen und natürlich dann auch zu schönen Renditen auf der Long-Seite. Ja? Short gehen tut man idealerweise in schlechte Firmen, die zu teuer sind und irgendwie am Kippen sind. Also schon ein bisschen gefallen, aber nicht so viel. Und nicht, ja, und das sollen die Ideen in diesem Video sein, eigentlich Firmen mit einem validen Geschäftsmodell oder zumindest der Chance auf ein validen Geschäftsmodell, die schon runtergeprügelt sind und eigentlich vielleicht auf dieses oder nächstes Jahr relativ günstig sind oder absolut günstig sind, das ist dann, glaube ich, gefährlich für einen Short Squeeze. Gibt natürlich auch viele Aktien, die zu Recht eine hohe Shortquote haben, aber die präsentierten Aktien hier finde ich per se nicht schlecht. Man sollte natürlich nicht nur deswegen dort investieren, aber das kann einen Investment Case unterstützen. Und der Hinweis, ich bin in einigen dieser Aktien investiert, daraus können sich Interessenkonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Schluck Wasser und es geht los. Und die erste Aktie wäre Livent. Das ist ein führender Lithiumproduzent. Ja, gibt ja noch Albemarle oder SQM. Hängt natürlich immer ein bisschen vom Lithiumpreis ab. Und kann man mal, manche shorten es vielleicht, wenn der Lithiumpreis fällt. Und natürlich ist er sehr, sehr stark gestiegen. Trotzdem so schnell wird man das wahrscheinlich nicht ausweiten können, weil die Nachfrage wirklich explodiert. Alles geht ins Elektroauto, aber auch in anderen Bereichen, so Storage und solche Themen. Würde ich jetzt zum Beispiel nicht short gehen, zumal die Bewertung eigentlich jetzt auch nicht exorbitant ist auf den Gewinn. Der war allerdings natürlich auf sehr hohen Preisen basiert. Das zweite wäre Upstart. Da war ja mal eine krasse Aktie, die irgendwie bei $400 war, jetzt ist es bei $13, also irgendwie 95% Kursverlust. Ganz da oben war es natürlich krass per se. Haben die aber ein valides Geschäftsmodell, wo man weiß noch nicht ganz genau, wie gut ist halt dieser Kreditalgorithmus wirklich. Jetzt in der Krise hat es nicht so gut funktioniert. Also die Idee ist, dass sie halt wirklich nur diesen Algo haben, der mit künstlicher Intelligenz und so und das an Banken, sag ich mal, vermieten oder verleihen. Jetzt nehmen sie halt auch viele Kredite aus eigenem Buch, weil sie es nicht mehr so verkaufen können, weil da dann Nachfrage fehlt. Also es ist auf beiden Seiten sehr zyklisch, also beim Verkaufen, ja, als auch beim Kaufen. Das kann sich aber mal ändern, wenn die Zinsen sich ein bisschen normalisieren in der USA, also wenn die einfach mal stabil bleiben. Die sind ja so extrem schnell gestiegen. Ich glaube, dann kann so eine Aktie stark auch zurückkommen. 1,5 Milliarden, na, für eine Bank, allein für ein Kreditalgo wäre das nicht so viel. Gibt aber natürlich auch viel Konkurrenz und per se kann man jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt so wahnsinnig viel besser ist. So vor 2 Jahren sah es danach aus. Ich würde es aber trotzdem halt nicht abschreiben. Ist sicherlich eine Option, dass das mal wieder kommen kann. Zinvi, das ist zum Beispiel eine Aktie, wo ich die Shortquote auch nicht so verstehe, weil es eigentlich eine sehr, sehr defensive Industrie, das ist Medizintechnik, kam als Spin-off, als Sondersituation an die Börse. Einziger Grund ist wahrscheinlich die relativ hohen Schulden. Damit muss man halt leben und ich denke, in einer defensiven Branche kann man das ein bisschen besser. Aktie ist aber, hat eigentlich ein einstelliges KGV, klar müsste man noch die Schulden reinrechnen. Trotzdem wäre sowas auch etwas für einen Short Squeeze. Und noch der Hinweis, also alle Aktien hier sind in den USA gelistet und haben alle eine Shortquote zum Zeitpunkt dieser Erstellung dieses Videos von über 15%, meistens so zwischen 20-25%. Vor allem in den USA sind die Shortquoten höher, in Deutschland ist es eher dann mal so 3-4%. Da hat es natürlich dann nicht so die Auswirkungen. Aber wenn ich halt dann irgendwie eine Shortquote von 20% habe, das dann 6-7 Tage zu cover heißt es dann. Also die Shorts müssten das komplette Handelsvolumen von 1-2 Wochen kaufen und es gibt natürlich auch andere Käufer, dann entsteht halt dieser Effekt, alle wollen durch die gleiche Tür und dann können die Preise explodieren. Auch eine hohe Shortquote hat Revolve, das ist ein Fashion-E-Commerce-Anbieter in den USA. Da gibt es ja auch nicht die ganz große Fashion-E-Commerce-Brand wie Zalando bei uns, ja, da gibt es viele verschiedene, arbeiten da viel mit Influencer zusammen und ist eigentlich eine solide, gründergeführte Firma, die auch profitabel ist, auch in der Krise profitabel einigermaßen blieb.
sicherlich nicht günstig, aber für Fashion E-Commerce ist da auch ordentlich Hebel, können auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Shortquote vielleicht auch wegen so einem von Hedgeye, wurden die mal als Short genannt. War ja auch bis jetzt richtig, aber wir sehen hier auch eine ziemliche Stabilisierung so im Chart. Dazu haben sie noch Netcash, wäre auch jetzt was, wo ich jetzt die Short nicht so verstehe. Wo ich natürlich ein bisschen auf einen Short-Squeeze hoffe, wäre Groupon, werden viele noch kennen. Ist eigentlich eine Rezessionsaktie, die in der Finanzkrise geboren ist. Wenn es wieder Rezession gibt, ja, dann wollen die Leute wieder mehr sparen und auch auf der anderen Seite so lokale Businesses haben wieder mehr Kapazitäten frei, um solche Sachen reinzunehmen. Ne? Weil wenn alles boomt und ich ausgebucht bin als Haarsalon, Massagestudio, Restaurant, ja, dann brauche ich kein Groupon. Aber wenn das dreht, dann ist das halt schon ein Marketingkanal, der mich erstmal kein Geld kostet. Ich muss halt einfach nur kundengünstiger bedienen. Dazu wollen sie jetzt auch nochmal massiv sparen bei den Mitarbeitern. Sie haben eine Beteiligung bei SumUp, die fast schon einen guten Teil der Marktkapitalisierung abdeckt. Shortquote kann ich mir auch damit erklären, weil sie halt extrem sinkende Umsätze haben, da sie davor noch das E-Commerce-Geschäft hatten, weil sie da irgendwie wie Wish auch irgendwelche Sachen rumverschickt haben. Das ist jetzt nur noch ein Plattformgeschäft, also habe ich da weniger Umsätze. Denke ich, 250 Millionen Market Cap allein von die Marke und Kundenbeziehung ist nicht so viel, aber sie müssen halt mal nächstes Jahr wirklich profitabel werden. Dann können sie auch schon Short Squeeze kommen. Redfin, finde ich, ist eine sehr interessante Immobilienaktie in den USA, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Maklersystem haben, weil sie nämlich Technologie und Kundenzufriedenheit machen. Dazu haben sie auch eine sehr, sehr starke Webseite. Also sie sind nicht darauf abhängig, dass viel alles über Zillow oder solche Immo-Quartale kommt. Aber 2023 wird natürlich für Immos und alles, was damit zu tun hat, ziemlich hart. Kann natürlich auch sich schneller wieder ändern. Aber ich glaube, da passiert noch ein bisschen was. Aktie war auch in den guten Jahren nicht profitabel. Wenn sie aber das überleben, dann könnten sie sehr gestärkt hervorkommen aus dieser Krise. Dann natürlich die einen oder anderen Konkurrenten dann weg sind. Per se gibt es dann auch einen hohen Hebel nach oben, meiner Meinung nach. Auch Sunrun, per se eine gute Firma auf dem Wachstumsmarkt. Die installieren ja so Solardächer. Das ist ja eigentlich was wir jetzt brauchen bei steigenden Energiepreisen. Ist auch so politisch gewollt. Von der Buchhaltung, Accounting ist ein bisschen schwierig. Und sie leiden natürlich von den gestiegenen Kosten, weil so Sachen natürlich dann refinanziert werden. Und dann wird es teurer und auch die Arbeitskosten und so Themen, aber wäre auch jetzt eine Aktie, wo ich jetzt wirklich nicht short wäre, weil ähnlich wie Tesla, wenn sowas mal in die Mode kommt, sind es solche Hype-Aktien, die dann sehr, sehr weit laufen können, ja, und für die Nummer 1 oder 2 oder 3 in diesem Solardachmarkt 5 Milliarden USA ist auch nicht mega viel für diesen, wenn man sich eine Enphase oder SolarEdge im Verhältnis anschaut. Ehang ist inzwischen so eine Meme-Aktie geworden, macht halt noch kaum Umsätze, haben aber gute Chancen, so die erste richtige Zulassung zu bekommen, so ein Flugtaxi da kommerziell zu betreiben. Dann könnte es halt auch schon Short Squeeze kommen. Und wenn man das mit irgendwie Lilium oder so amerikanischen Playern vergleicht, denke ich, sind sie eher ein bisschen weiter und sind immer noch unter Milliarde wert. Also wenn man das so vergleichen würde, werden sie da auch günstiger. Aber ist natürlich wahrscheinlich die spekulativste Aktie in dieser Liste. Ja. Auch eine Aktie, die vielleicht besonders ist, wäre Hepsiburada, das ist der Nummer 2 E-Commerce-Marktplatz in der Türkei. Türkei kann man sonst sehr schwer investieren, da in türkische Aktien direkt, da sind die meisten Broker nicht angeschlossen, die ist an der Nasdaq notiert. Ja, und während irgendwie türkische Aktien ein super Jahr hatten 2022, kam Hepsiburada stark unter die Räder, ist auch noch nicht profitabel, das müssten sie halt noch werden. Aber wenn das Delisting-Gefahr weg ist und ein bisschen Profitabilität oder politische Sicherheit da reinkommt, könnte sich natürlich das auch dann zum Short Squeeze kommen. Aber daran seht ihr halt auch, die türkischen Aktien wurden nicht von der Bewertung getrieben, sondern von dem Flow. Bei hoher Inflation haben die Leute sich in Vermögenswerte halt reingerettet. Das könnte halt auch irgendwann mal in Europa kommen, dass Leute merken, hey, die Zinsen steigen doch nicht so stark, Inflation, mit Aktien habe ich halt eigentlich Sachwerte, um das abzusichern. Und die 10. Short Squeeze Aktie wäre Canada Goose, da bin ich zum Beispiel in einem dem Brand Wikifolio investiert, auch glaube ich ganz gut erwischt. Das ist eigentlich eine starke Marke und Qualität bei Winterjacken. Ich habe den Konkurrenten Woolrich
Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo es wirklich Sinn macht, Qualität zu kaufen. So eine Jacke kauft, das ist vielleicht auch das Problem von der Firma, kauft man sich idealerweise einmal im Leben, ist aber auch ein Modeutensil. Aber hier ist die Qualität wirklich gut, sowohl bei Rouge als auch bei Canada Goose. Ich weiß noch, meine Frau hat dann einmal irgendwie eine günstige Jacke gekauft und hat sie gefroren, war sie nicht zufrieden. Dann zwei Jahre später kauft sie dann wieder die teure. Deswegen dann lieber einmal es richtig machen und für 20 Jahre haben. Und so eine Jacke kann man auch wieder verkaufen. Eine Aktie ist eigentlich für diesen Brand nicht so teuer. Kennt man ja auch weltweit. Wenn wir hier uns die Finanzzahlen anschauen von KGVs, 2025, 2,5 Milliarden Market Cap. Das waren also meine 10 Ideen. Welches ist euer Favorit davon? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, alles keine Empfehlungen und Anlageberatung. Einfach nochmal Ideen geben. Wenn man vom Case überzeugt ist, und dann kann eine hohe Shortquote eher etwas sogar Positives sein, weil die irgendwann zurückgekauft werden muss.